Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, immer noch in der Saviorbot. Wir sind inzwischen Re-Platinum-Gott geworden und wir haben ganz schön lange schon keine Challenge mehr gemacht, von daher können wir heute mal eine Challenge machen. Und zwar Dr. Fetus Revenge habe ich zwar schon mal gemacht, aber nicht hochgeladen, weil die doof ist. Und dann machen wir einfach mal Gotira? Okay, Gotira, was auch immer das bedeuten soll. Oha. Okay, wir sind riesig groß. Haben wieder diese Witter-Dinger. Ja, wir sind wieder der Witter. Yay. Haben anscheinend Sojamilch. Dann das Game Kit. Anscheinend haben wir auch noch Abaddon, weil wir so viele schwarze Herzen haben. Schauen wir mal. Ja, wir haben Abaddon, wir haben den Witter, wir haben dieses Schnelligkeit, also diesen Tiersabpilz. Dann haben wir noch keine Ahnung, was das ist. Dann auf jeden Fall noch das Game Kit. Lebensupgrade, dass wir langsamer sind und überall rüber treten können. Ein All Stats Up-Pilz und. Was ist denn das letzte? Sojamilch? Das letzte ist wahrscheinlich Sojamilch. Jo, okay. Das heißt, wir können alles kaputt trampeln und. Warte, wie viel Schaden machen wir? Ein. Haben einen übelst großen Tiersub. Das heißt, wenn wir eine gelbe Spritze finden sollten, dann ist schon alles geregelt. Dann können wir gar nicht mehr verlieren. Und ja, wie gesagt, haben wir dieses Bucket-Lad-Ding. Das heißt, wir können überall rüber gehen. Das wird uns wahrscheinlich auch behilflich sein. Schauen wir mal. So können wir auf jeden Fall nicht über Sachen rüberfliegen. Also selbst wenn wir fliegen können, können wir uns nicht über irgendwelche Sachen verstecken. Dafür können wir aber alles kaputt trampeln. Und brauchen dann keine Bomben für sowas. Das ist doch schön. Und kann ja überall mal was Gutes drin sein. Und zudem haben wir irgendwie solche... Wir haben ab und zu grüne Tränen. Ich weiß allerdings nicht woher. Wahrscheinlich wegen dieses... Das dritte Item von links, was wir da haben. Und wir haben auch Angsttränen, wo auch immer die herkommen. Da fragt er mich zu viel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir ein Riesenbaby. So sieht das auf jeden Fall aus. So. Und wir haben ganz schön viele schwarze Herzen, also... Ja. Wird wahrscheinlich schwer, die loszuwerden. Und wir fressen einfach alles auf. Wir fressen das Herz auf. Moment, hier sind ja auch noch ein paar Gegner. So, langt das? Ja, das langt sogar tatsächlich. Und da habe ich mein erstes Leben verloren. Mein erstes ganzes Leben. Und wir kriegen das Pentagramm. Nice. Ich weiß, Damage-Ups... Oh, bringen jetzt nicht so viel mit der Sojamilch, aber Pentagramm ist Pentagramm. Und Pentagramm ist toll. Und Pentagramm hat ja auch noch einen zweiten Effekt. Nicht nur, dass es einen stärker macht, sondern wenn man es hat, dann erscheinen häufiger Teufels- und Engelsräume. Von daher ist das schon recht cool. Das heißt, die Chance, dass wir jetzt in dieser Ebene einen Teufelsraum bekommen... Ist schon mal nice hoch. So, können wir auf jeden Fall mitnehmen. So, gut, dass wir diese Angst... Oh. Diese Angst drin haben. Die helfen uns auf jeden Fall. So. Und so wenig Schaden machen wir jetzt auch nicht. Das geht eigentlich. Doch, doch. Ist okay. So. Gepaart halt mit diesen... Mit diesen... Oh Gott. Mit diesen Giftdrehen geht das wirklich eigentlich. So. Noch eine? Ne. Okay. Ja, hat sich, glaube ich, gelohnt. Oh. Wir haben Curse of the Maze. Oh no. Yes. Noch ein Damage-Up. Okay. Bring uns alle nicht... Oh, guck mal da. Wir haben was gefunden. Ich habe da was gefunden. Ob wir da wohl auch reinpassen mit unserem riesigen Körper? Oh. Okay, ist cool. Ist auf jeden Fall Damage. Ist auf jeden Fall Damage. Ja, Little Chubby, Attack Buddy. Go, go. Attackier sie alle, mein Buddy. Pschu. Pschu. Ah, wir haben nur eine Bombe. Dann gehe ich da lieber noch nicht ran. So, einfach alles kaputt trampeln. Kann ja überall was drin sein. So, das hat sich eher nicht gelohnt, würde ich mal sagen. Ah doch, okay, wir haben eine Münze bekommen, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Hat zwar ein schwarzes Herz dadurch verloren, aber egal. Ist mir egal. Oh nee. Okay, und irgendwie kommt es mir so vor, als wenn wir hier weniger Herzen bekommen. Nicht, dass wir irgendwie keine Herzen mehr bekommen. Außer diese... Oh. Ups. Außer die schwarzen, die wir haben. Oh.
Ball of Tar. Und hier könnten wir fliegen. Aber wie gesagt, bringt uns Fliegen nicht so viel. Wir hätten dann noch diese durchschießenden Tränen, diese Geisttränen. Nee, lassen wir da. Lassen wir da. So. Goldene Räume gibt's ja nicht. Das heißt, damit können wir auf jeden Fall nicht stärker werden. Da ist aber noch ein blauer Stein. Okay, gut, dass wir hier nochmal reingeschaut haben. Kriegen sogar noch eine Bombe, die haben wir auch gut benötigt. Und wir können nochmal nach einem Geheimraum suchen. Da haben wir ihn gefunden. Geld. Stimmt, gibt's hier irgendwo einen Shop? Ich meine, genug Geld haben wir. Ne, hier gibt's keinen. Vielleicht in der nächsten Ebene. So, nächste Ebene. Bist du bereit? Ich bin's. Das wird ja überhaupt durchpassen mit unserem Dickschädel. Mann, Mann, Mann. So, da haben wir unser erstes rotes Herz. Yay. Oh, Pillen. Ganz viele Pillen. Ach, die werden verlangsamt durch dieses Tarding. Okay, das ist natürlich cool. Full Health. I can see forever. Nicht schlecht. So, was haben wir hier? Ich bin Pac-Man. Ich bin... Au. Pac-Isaac bin ich. Ah, Lockdown, okay. Jetzt haben wir noch weniger von unseren Gift-Tränen. Ja, Tiersap. Yeah, das haben wir gebraucht. Ein Tiersap, wenn man schon Sojamilch hat. Bestes Item. Wow. Wegen einem so ein Scheißhaufen. Okay, jetzt will ich auf jeden Fall in den Shop. Hier muss es doch irgendwo einen Shop geben. Wäre schon traurig, wenn nicht. Oder hat extra die Shops rausgenommen. Wäre ein bisschen assig. Hey, warte. Wir haben doch auch dieses Lad-Ding. Das heißt, wir brauchen... Ja, wir brauchen unser Trinket gar nicht. Das hatten wir auch noch. Das habe ich gar nicht gesehen bis eben. YOLO. Au. Okay, da dachte ich ja, er rennt gerade auf uns zu. So, Challenge Up. Ja, okay, nehmen wir mal mit. Challenge Up mag ich. Da kommen nämlich öfters diese schwereren Gegner und die droppen auch öfters was. Von daher kann sich das schon lohnen. High Prices. Die attackierende Karte. Katze, die attackierende Katze. Ist auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Noch eine Pille, die wir nicht hatten. Range Down ist uns relativ egal. Pow! Tja. Damit hat er garantiert nicht gerechnet. Dass sein Tag so enden würde. Indem einfach ein Muttersfuß auf ihn raufstampft. Nee, wir haben sowieso genug Geld und hier gibt es anscheinend keine Shops. Also bringt uns das Geld sowieso nichts. So, komm her. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich die Attack-Cat, die Attack-Katze, gleich schon einsetzen soll oder noch aufbewahren soll. Ah, eigentlich wäre es Verschwendung, oder? Eigentlich wäre das echt Verschwendung. Naja, wir schauen auf jeden Fall nochmal, ob wir hier irgendwo einen Shop finden. Aber es sieht mir fast so aus, als wenn diese Challenge überhaupt keine Shops beinhalten würde. Was zwar ein bisschen traurig ist, aber okay. Wenn der Questersteller das so wollte, kann man da auch nichts gegen tun. Tearstone, das heißt, das ist eine Telepille. So, so. So, ich habe jetzt zwar Angst, hier überall rüber zu laufen, aber ist mir egal. Als wenn ich dafür meine letzte Bombe einsetzen würde. Kannst mich mal. So. I can see forever. Haben wir schon eingesetzt? Range down, range down. Full health, full health, full health. What the fuck? Tearstone. Nur schlechte Pillen. Alles full health oder Tearstone. GG, würde ich mal sagen. Gut. Dann tschüss. Wieder kein Shop. Komisch, komisch. Naja. Goodie. Hi. Oh, hast sogar dein Kindchen mitgebracht? Das ist nett.
sogar einen Engelsraum. Nett. Kriegen wir noch ein paar Bomben. Die haben wir auch dringend gebraucht. Sehr schlechtes Item. Oh. Das wollte ich gar nicht. Guck mal, wir machen aber wirklich voll den guten Schaden eigentlich. Eigentlich geht das voll. Das ist voll das schlechte Item, was da rumliegt. Ich wüsste nicht, wofür man das irgendwie verwenden sollte. Aber okay. Wir müssen es ja auch nicht mitnehmen. So. Den Schlüssel nehmen wir allerdings mit. Dann ist die Chance auf einen weiteren Angel-Raum nämlich erhöht. Glaube ich. Hat auf jeden Fall mal jemand so gesagt. Und Cave 2 schon. Nett. Nett, nett. Ja, wir haben gerade ein paar Bomben bekommen. Da können wir die hier auch mal einsetzen. Kriegen die Bombe sogar wieder. Mal 2. Hat sich also schon gelohnt. Solange wir hier keine Leben verlieren. Sowieso. So. Perfekt. Ach ja. Okay. Bei dem werde ich garantiert Leben verlieren. Wenn ich an ihm, dann an seinen Augen. Ich verliere nämlich immer Leben an seinen Augen. Oh Gott. Das war schon wieder knapp hier. Ich frage mich, ob wir irgendwie noch schneller schießen können. Außer das, was wir jetzt schon haben. Naja. Vielleicht finden wir das dann auch irgendwie heraus. Ich weiß, die Striche da sind voll von unseren Tiers ab, aber vielleicht geht das ja trotzdem irgendwie. Dass man noch schneller schießen kann. Ich glaube auch nicht, dass das hier schon Ende ist. Also wenn das da voll ist, dann geht es immer trotzdem noch weiter. Es geht irgendwie bis unendlich, würde ich sagen. So. Nehme ich alles mit. Alles mein Geld. Okay. Ich will ehrlich gesagt keine Leben verlieren. Oh, der Raum hier ist voll assig eigentlich. Für Leute, die keine Leben verlieren wollen. Wenn man die dann kaputt trampeln kann. Nein. Da wurde ich getroffen, nur weil ich die Steine kaputt machen wollte. Lockdown, I can see forever. Können wir auf jeden Fall mal einsetzen. Setzen wir das ein. Yay. Ein halbes Leben weniger verloren. So. Was haben wir hier schönes? Noch ein paar Pillen. Tiersap. Voll Health. Yay. Okay, warte. Schießen wir jetzt noch schneller? Ah, ich erkenne nicht noch schneller. Verlieren wir ein Leben, wenn wir... Okay, nice. Ah, nur das Kartendeck. Shit. Das hätte sich dann nicht gelohnt. Es sei denn... Nee. Nee, nee, nee. Hat sich nicht gelohnt. Und wir verlieren ein Leben. Oh no. Ich will kein Leben verlieren. Au. Na toll. Ob sich das gelohnt hat? Ich denke nicht. So, High Price ist schon wieder. Was kriegen wir hier schönes? Puberty. Das war... Nee, I can see forever. Wrench down. Tears up. Tears up nehmen wir alles mit. Damit wir irgendwann noch mehr maschinengewehriger sind. Ratatatatatatatatau. Ratatau, tatau. Und alle tot. So. Okay, unsere Leben neigen sich irgendwie dem Ende zu. Wie es mir scheint. Dafür, dass wir von Anfang an 11 Leben hatten. Sieht das gerade gar nicht mal so gut aus. Wir müssten mal ein paar blaue Steine finden. Oder einen Shop, aber es gibt keine Shops. Im Shop hätte ich wenigstens blaue Herzen kaufen können, aber so. Oh oh. Oh oh. So, okay. Hallo Megabor. Guck mal, ich kann dich aufessen. Da ist ein blauer Stein, den hole ich mir. Befehl, du. Und noch ein Tiersab. Nee, Shotspeed ab. Oh, jetzt fliegen die noch ein bisschen schneller. So, hör mit. Nee.
Okay, wir haben zumindest. wie wir gucken. Was? Ich wollte irgendwas sagen. Wir haben zumindest ein paar blaue Herzen bekommen. Diese Augen. Wodurch haben wir die denn jetzt bekommen? Durch die 8? Sieht so bedeppert aus. Egal. Egal. Guck mal, wenn wir drehen, dann sind sie zu. Haben wir einfach so Halbmonde als Augen. Hallo. Hi. Bin ich hübsch? Ich zwinker dir zu. Oh Mann. So, Hilfe? Nein, 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 nein. Warum? Warum? Warum musste der eine Typ da eben noch erscheinen? Alles kaputt trampeln. Oh, aber wir haben natürlich noch die attackierende Katze. Das heißt, den Final Boss können wir auf jeden Fall damit besiegen. Ist nur die Frage, was der Final Boss ist. Ob das jetzt Mams Herz ist oder halt noch weiter. Ich weiß nicht, wie weit ich das mitnehmen sollte. Ich glaube, ich werde es bei Mams Herz einsetzen, weil die letzten Challenges da auch alle geendet sind. Aber wäre dann traurig, wenn ich dann noch gegen Isaac oder so kämpfen müsste und dann das da nicht habe. Ja. Achso, ich wollte gerade schon eine Bombe einsetzen, aber müssen wir ja gar nicht. Junge, die könnten wir eigentlich alle mal kaputt machen. Da kann ja immer mal was Gutes drunter sein. Chariot. Wie zum Beispiel ein Gegner oder Judgment. Yay, endlich können wir. Oh, Joker. Endlich können wir mal unser ganzes Geld hier einlösen. Das ist doch super. Kriegen sogar eine Karte. Nett. Okay, setzen wir mal Joker ein. Kriegen die Dead Cat. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Neun Leben dafür, dass wir. Haben wir quasi umsonst bekommen. Wir haben einfach neun Leben umsonst bekommen. Nett. So mache ich das auch gerne. Wenn wir jetzt noch eine Suicide King-Karte irgendwie finden, wäre das schon ganz schön cool. Oder halt ein paar Gabi-Items. Mit ein paar Gabi-Items wäre ich auch zufrieden, Spiel. So. Wo ist hier noch ein Gegner? Da, hab dich gefunden. Perfekt. So, nope. Das war der falsche Weg. Hättet ihr ja ruhig mal sagen können. Also jetzt mal ehrlich. Oh, los. Hä? Die werden auch verlangsamt. Aber die fliegen doch. Ach nee, die wurden verlangsamt, weil wir sie abgeschossen haben. Okay. Da kommen wir nicht ran. Und zum Boss. Hi, Krieg. Oh, wir kriegen einen Cube of Meat. Guck mal, wir sind genauso groß wie du. Gut, dass wir ihn verlangsamen können, sonst wäre er jetzt ein bisschen assiger hier. Oh. Okay. Ball of Bandages. Perfekte Busto. Hier waren wir schon drin, haben uns das neue Lebensitem geholt. Ja. Dann mal ab in die Marmebene, würde ich sagen, oder? Ja, ich finde das gut. Wir sind sogar vor der Zeit. Wir können also wieder in den. Ja, easy. Wir können easy in den. Challenge-Raum gehen. Nicht in den Bosswasch. In den Bosswasch, so heißt er. Da, wenn du sie unbedingt haben willst, dann nimm sie doch. Oh, schon wieder. Das lohnt sich ja richtig, die ganzen Steine kaputt zu machen. Okay, ein Raum, den ich noch nicht so. Doch, kenne ich schon. Kenne ich schon. Hui. Hui. Oh, da will ich hoch. Warte. Moment. Hi. Lass mich das nochmal versuchen. Und jetzt? Wie kommt man denn da oben hin? Muss man dafür fliegen? Echt? Da musst du doch auch irgendwie so hinkommen, oder? Also so komme ich hier schon mal hoch. Aber ich komme da nicht rüber. Oh Mann, wir haben so viel Geld und kommen da nicht ran. Das ist ja blöd. Na ja gut, dann brauchen wir irgendwie mal eine Headless-Karte oder sowas. Irgend so eine Karte, die uns fliegen lässt. Mal gucken, vielleicht finden wir ja eine. Das war dummer Schaden. Da bin ich einfach in die Gegner reingelaufen. Hä?
Hä? Die Tränen werden davon sogar angezogen? Okay, man lernt nie aus. Na, bist du eine Magician? Schade. Okay. Ich hätte gerne eine Hatless-Karte. Ziemlich gerne. Dann wären wir sowas von viel stärker. Oh ja, doch. Die brauchen wir. Wir müssen irgendwie fliegen können. Hätten wir mal das Flug-Item von vorhin mitgenommen, dann hätten wir jetzt fliegen können, das wir im Devil Deal hatten. Aber ich meinte ja, nee, bringt uns nichts, bringt uns nichts. Mist. Hätten wir das jetzt, dann wären wir jetzt stärker. Sehr viel stärker. Nein, vielleicht nicht sehr viel stärker, weil wir die Sojamilch haben, aber stärker. So. Hi. Oh, das ist ein blauer Stein. Kommen wir da irgendwie rüber? Nee. Oh, hätten wir fliegen, könnten wir fliegen, dann wären wir da jetzt rübergekommen. Aber wir können ja nicht fliegen. Diese Ebene zahlt mir das alles zurück, dass ich nicht fliegen konnte. Dass ich so dumm war und das nicht mitgenommen habe. Können wir da nicht eigentlich sogar rüberlaufen, weil wir dieses Bucketlad haben? Über diese Stacheln. Ohne Schaden zu bekommen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und wir kommen anscheinend nicht mehr daran. Ups. Okay. Ein paar Herzchen. Und wir können hier mal reingucken. Oh. The Mind? Ist das The Mind? Oder The Soul? Das ist The Soul, oder? Oder Double Shot? Ich nehme The Soul mit. I am all. Ich bin alles. Was? So. Wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir noch ein paar gute Items. Oh, je nachdem, was gleich für Gegner kommen. Oder wie viele Leben wir verlieren. Oh, Geld. Nee, ich verliere zu viele Leben. Tschüss. Ah, wieso mache ich das auch immer wieder? Ich weiß es nicht. Unten links oder rechts? Ach, ich denke mal, der ist links. Ich gehe nach links. So. Ihr süßen kleinen Scheißhäuschen. So einen hätte ich gerne als Haustier. Die sind süß. Ich finde die süß. Ist mir egal, was ihr sagt. Ich will die als Haustier haben. Los, komm runter. Guck mal, diese Gegner haben eigentlich so viele Leben und wir ziehen ihnen trotzdem relativ viel ab. Ist ganz nice. So. Oh, rote Herzen. That's what I needed. Au. Okay, merken, in The Womb nicht über die ganzen Steine rüberlaufen. Könnten explodieren. Okay, einen Raum mache ich noch, damit ich mein Gamekit wieder habe. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Oh no. Hi. Hier hätte ja auch ruhig mal ein blauer Stein sein können, oder? Naja, so, Gamekit ist fertig. Und ich hatte recht mit dem Boss hier oben. Haha. Haha, ha, ho, 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 hihi. Oh nein. Oh nein. Okay, wir machen guten Schaden. Oh, wir sollten vielleicht mit unseren Ball of Bandages angreifen. Nein. Wir haben noch ein Leben. Oh, Capricorn. Yes. Yes. Wieder mein Sternzeichen gefunden. Das ist das häufigste Sternzeichen, das ich hier finde. Oh Gott. So, wir würden dann sterben, wenn wir das mitnehmen. Aber wir würden schwarze Herzen bekommen. Hm. Dann haben wir halt unser Gamekit nicht mehr. Egal, was soll's. Wir haben sowieso unsere attackierende Katze, die alles zerfleischt, was ihr in den Weg kommt. Von daher,
sehe ich da kein großes Problem drin. Und wir haben auch noch 8 Leben. Also von daher, von daher, von daher, von daher. So, Boss links oben oder rechts oben? Links oben ist der weitere Weg. Rechts ist aber so ein großer Raum. Ich gehe mal nach rechts. Der Boss war eben schon links. Wäre einfallslos von denen, wenn er immer wieder links ist. So, ich glaube, wir sterben gleich. Ein paar Mal. Aber macht uns nichts. Weil wir haben Leben. Wir haben die Leben, ja. Können wir uns leisten zu sterben. Was können wir hier? Jo. Blaues Herz, sehr schön. Hätte ich vielleicht erst mitnehmen sollen, nachdem ich diesen Raum hier abgeschlossen habe, aber egal. Wie wir den einfach in die Ecke drängen. Weil wir so einen krassen Knockback haben. So. Ach, doch, ein Gegner. Hi. Hier, willst du eine Bombe? Habe ich mir gedacht. So. Kein blaues Herz. Hat sich aber schon gelohnt, weil wir ein blaues Herz immerhin bekommen haben. Na, oh Gott, wie konnte ich denn da nicht getroffen werden? Das war heftig. Egal. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Warum Augen? Ich hasse Augen. Okay. Und hier ist nicht mal der Boss. Oh nein. Kann doch nicht sein, dass der Boss wieder oben links ist, oder? Voll einfallslos. Macht immer dasselbe. Yes, blaues Herz, sehr schön. Da hat sich das schon gelohnt, hier reinzugehen. Noch eins. Geilomatiku. Wir rüsten uns mal kurz auf für den finalen Kampf. Vielleicht ist es nicht mal der finale Kampf, aber vielleicht ja doch. Obwohl wir die attackierende Katze haben. Ist ja egal. Ein paar blaue Herzen sind immer gut. So, ich würde sagen, wir spielen noch mal, bis wir entweder ein blaues Herz bekommen oder bis 5. Okay. Besser rüber. So langt erstmal. Wenn wir nochmal zu viele Leben verlieren sollten, dann können wir nochmal zurückkommen. Wir gehen oben lang. Ist vielleicht einfacher. So. Ach so, wir haben ja auch noch unsere Bibel. Stimmt. Unsere satanische Bibel. Okay, der hat irgendwie gar nichts gemacht. Auch nicht schlecht. Hier spreng ich mich mal raus. Keine Lust, gegen Pin zu kämpfen. So. Hallo. Und tschüss. Die sagen nie Hallo oder Tschüss. Die sind voll doof. Ich begrüße die immer ganz nett und die sagen einfach nichts. Blöde Monster. So. Okay, und hier sollte der Boss sein, ja. Ja, okay. Hallo, Boss. Da hast du meine Katze. Ich wollte meine Katze einsetzen. Oh nee, ich hab das Falsche gedrückt. Katze-Attacke. Nein! Nein, ich habe sie nach rechts geworfen. Warum werfe ich sie nach rechts? Oh Gott. Okay, die Katze steckt in der Wand. Oh nein, Katze. Huh. Habt ihr gesehen, die eine Träne? Leute, wir können die voll gut abfangen. Oh. Oh Gott. Oh Gott, ich wäre hier fast noch gestorben. Nein, es geht noch weiter. Oh, Katze. Warum? Ich will dich wieder mitnehmen. Werfe ich dir einfach gegen die blöde Wand? Ich glaube das ja nicht. Oh. Oh, oh. Da sind unsere ganzen blauen Herzen weg. Oh, hier müssen wir uns raussprengen. Oder wir besiegen die kurz. Sonst müssen wir uns hier gleich wieder raussprengen. Oh Gott. Das war knappi. Das war knappi, das kleine Knacki-Deal. Es knackt und das ganz schön viel. Manchmal knackt es ein Tresor.
Und dann mal wieder einen Bohr. Schnie, schnack, knacki, knacki, schnappi, stopp. Stuppi, stuppi, stopp. So, dann geben wir uns mal wieder ein paar blaue Herzen. Verdammt, es geht echt noch weiter und wir haben unsere attackierende Katze einfach blöd eingesetzt. Aber so richtig blöd. Aber so richtig, richtig blöd. Einfach gegen die Wand geschmissen. Oh, nee. So. Geben wir all unser Geld jetzt hier aus. Oh. Puberty. So. Komm schon, gib mir ein paar blaue Herzen. Ein paar blaue Herzen für Isaac. Go, go. Oh no. Oh, oder das? Schade. Ja, blaues Herz. Oh, da ist das blaue Herz wieder weg. Deswegen immer Abstand halten. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber mit einem Leben? Gegen Isaac? Nein, wir haben das Soul, also. Aber wenn es nur ein so ein Laser trifft, dann ist halt Ende im Gelände. Okay, irgendwie will er uns nichts geben. Nee. Ja, okay, noch bis 35 und dann höre ich auf. Vielen Dank. Immer ins Getoll. Okay. So, machen wir noch kurz einen Raum hier. Wow. Das war knapp. Dann können wir nämlich unsere satanische Bibel wieder einsetzen. Nice. Batterie gab es hier nirgendwo. Wir haben zwei Leben. Okay. Ist die Frage, wollen wir jetzt die anderen Räume hier auch noch machen oder eher nicht? Je nachdem, was drin ist. Okay, könnte sich lohnen. Ja, die tun uns nicht weh. Alles klar. So, noch ein Schlüssel. Dann machen wir den kleinen Raum hier auch noch mal kurz. Oh Gott. Ja, okay, das war klar, dass der uns wehtut. Der hat sich hingegen nicht gelohnt, der Raum. Was auch immer, was auch immer, was auch immer, was auch immer. So, Moment. Dann glaube ich, ist hier der super Geheimraum. So. Gut. Mit einem Herzen einfach mal zu Isaac. Wird schon, passt schon. Eh, wieder links. Wir kennen jetzt die Taktik der Bosse, die geht immer links. So, eigentlich sollten uns die ganzen Projektile recht schwer treffen, weil wir halt das Soul haben. Und dadurch die ganzen Projektile ja so ein bisschen abgelenkt werden. Aber wenn die natürlich so ganz tollen Shot Speed-Up haben, dann treffen die doch mal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, gut, dass wir diese Angst drin haben. Ganz ehrlich. So, ein Raum noch. Oh, die, warum du? Ah, der mit seinen Sensen. Du Angeber, du. Los, verliere dein Pferd. Verliere dein Pferd, danke.
Das Explosionsding macht mir Angst. Danke, so. Oh, ich glaube, ich werde hier sterben. Oder auch nicht. Nein, doch nicht. Ist ja denn, der spawnt jetzt noch irgendeinen doofen Gegner. Aber ja, jetzt ist er voller Angst und Schrecken in die Ecke gezwängt worden und kann nichts mehr machen. So. Sehr schön. Haben wieder ein schwarzes Herz. Und ich hoffe einfach hier, ja. Der Boss ist immer links. Merkt euch das. Bosse sind immer links. Oh gosh. Oh gosh, oh gosh, oh gosh. Okay. Ja, ja, mit einem Leben, Isaac, easy. Was haben wir da? Full Health? Was bist du? I can see forever. Yes. Setzen wir ein. Ja, eigentlich sollten uns die Dinger nicht treffen. Vor allem, wenn er die so richtig langsam schießt. Na, ich sollte vielleicht trotzdem ausweichen. Zumindest so ein bisschen. Was? Ah, die haben sich aufgetan. Oh, die, oh, die, oh, die. Okay, warte. Ich hole mir kurz ein schwarzes Herz. Irgendwoher. Ja, ja, guten Toni. Du gibst uns doch bestimmt irgendwas Schönes, oder? Oh, ich hoffe nur, wir müssen nicht noch weiter als Isaac gehen. Das könnte dann ein bisschen schwer werden. Es sei denn, wir kriegen in der Chest dann richtig gute Items. Aber erstmal... Oh, ein Lebensupgrade. Nice. Erstmal müssen wir das ja sowieso hier überleben. Ah, ich hätte das Lebensupgrade erstmal liegen lassen sollen. Merke ich gerade so. Oh, nee. Wir verlieren jetzt 2 Leben. Das wäre richtig... Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Okay, bevor wir hier unser Leben verlieren, hole ich mir erstmal ein rotes Leben hier wieder. Keine Lust, mein Lebensupgrade, das ich gerade erst bekommen habe, wieder zu verlieren. Ah, was haben wir hier? Okay, noch ein blauer Stein. So, mit 3 Leben kann man ja eigentlich gut gegen Isaac kämpfen. Aber ich verliere lieber meine Leben nochmal gegen Gegner, die nicht Isaac sind. Ach Mann. Ach Mann, du Mann, ey. Okay, die sollten wir easy schaffen, ohne dass sie uns Leben abziehen, hoffentlich. Wow. Die können schießen, seit wann das? Okay, ich will hier nicht drinne sein. Ich will hier wirklich nicht drinne sein. Oha. Gut, dass wir das Soul haben. Stirb, 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 stirb. Nein, 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 nein. Ah, komm. Wir hatten 3 Leben. Oh Gott, was mache ich? Dumm sein, dumm sein, dumm sein. Wir hatten 3 Leben. Ich hätte mit diesen 3 Leben einfach gegen Isaac kämpfen sollen. Das wäre das Beste gewesen. Aber nein, ich wollte immer mehr und mehr und mehr und jetzt sterbe ich wieder. Na gut, dann versuchen wir es mit 2 Leben. Schauen wir mal. Wenn er die ganze Zeit verlangsamt ist, dann sollte das ja eigentlich funktionieren. Gott. Ich glaube, ich verlasse mich gerade viel zu sehr auf meinen The Soul, ey. Wow. Da, die teilen sich einfach so richtig doof. Ist voll gruselig. Okay, dritte Form. Ah, wir können uns nicht in die Ecke stellen. Stirb, 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 stirb. Oh Gott, ich hoffe, ich bin hier sicher. Bitte lass mich hier sicher sein. Danke. Ich habe gehört, an der Tür soll man auch ziemlich sicher sein. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach mal an die Tür und hoffen, wir sind da wirklich sicher. So. Okay, war knapp. An die Tür stellen.
Ja, funktioniert ganz gut. Okay, Isaac. Bist du bereit zu sterben? An die Tür stellt, immer an die Tür. Nein, 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 nein. Oh, schlecht. Schlecht. Schnell töten, schnell töten. Stirb bitte ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Nicht nochmal weggehen, nicht nochmal weggehen. Das wäre mir viel zu riskant. Kannst du bitte sterben? Danke. Oh. Gut. Wir müssen nicht weitergehen. Danke. Oha. Okay, das wurde ja nochmal recht spannend am Ende. Okay, das war auf jeden Fall. Was? Gojaiwa? Gojaiwa. Ist ein J, ne? Gojaiwa. Was auch immer das heißen soll. Auf jeden Fall haben wir die 10. Challenge damit geschafft. Und Fireworkshow. Klingt auch interessant. Feuerwerkskörper. Yay. Gut, dann würde ich sagen, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.